Ene Mene Minka von Barbara Sobeck, gesprochen von David Lutz Miller. Ene Mene Minka, Furzka Stinka, wie habe ich diesen Auszählreim als Kind geliebt. Er war meine Art der Rebellion. Andere ärgerten Eltern, Verwandtschaft und Lehrer mit derben Streichen, mit Spinnen, Mäusen oder mit Gerüchen. Ich hatte mein Ene Mene Minka. Das genügte mir. Die meisten Erwachsenen haben mich böse oder zumindest irritiert angeschaut, wenn mir dieser Reim über die Lippen kam. Am liebsten brachte ich ihn bei den schrecklich langweiligen Kaffeeeinladungen vor, an denen wir Kinder immer teilnehmen mussten. Alle, die mich so süß fanden, Karlchen hin und Karlchen her, zuckten zusammen, wenn ich diese bösen Worte lustvoll und entsprechend laut verkündete. Wenn es zum Beispiel hieß, Karlchen, hol doch mal die Sahne aus der Küche, dann beharrte ich darauf, das muss ausgezählt werden. Meine Mutter reagierte beim Wort auszählen sofort panisch. Beispielsweise sprang sie vom Stuhl hoch, um die Sahne ganz schnell selber zu holen. Aber ich ließ mich von meinem Vorhaben nicht abbringen und zählte unter uns Geschwistern und den anwesenden Gästen aus. Ene mene minka, furzka stinka. Je nachdem, wie die Gäste reagierten, zählte ich dann noch weiter. Ene mene max, wie heißt dein Schatz? Es saß immer jemand am Tisch, der den Reim noch nicht kannte. Und derjenige nannte dann lächelnd den Namen irgendeines Anwesenden. Schließlich will man ja kein Spielverderber sein. Besonders eindrücklich habe ich noch den Tag in Erinnerung, an dem Tante Erna zu Besuch war. Eine Tante, der man es nie recht machen konnte. Auf meine Frage, wie heißt dein Schatz, antwortete Tante Erna, Valentin. Das war ihr Mann. Sie wollte ein Scherzchen machen und zwinkerte in die Runde. Aber sie kannte den Reim nicht. Gnadenlos zählte ich aus. Valentin hat ins Bett geschissen, mitten aufs Paradekissen. Mutter hat's gesehen und du musst gehen. Das Lächeln auf Tante Ernas Gesicht gefror. Mutter blickte mich mit der Sahne in der Hand an, als ob sie mich umbringen wollte. Und Vater packte mich am Kragen und warf mich kurzerhand hinaus. Kurz danach gingen auch Tante Erna und Onkel Valentin. Das war ein Erfolg, kann ich euch sagen. Ein so kleiner Reim und eine so große Wirkung. Nach diesem Vorfall musste ich nie mehr an diesen Kaffeekränzchen teilnehmen. Aber ich wurde älter und zwangsläufig ergaben sich immer weniger Gelegenheiten, Ene Mene Minka einzusetzen. Es fehlte mir. Wie bitte sollte ich als Erwachsener meinem Unmut Ausdruck verleihen? Wie sollte ich gegen andere aufbegehren, politische Fehlleistungen kommentieren, Beziehungen beenden, Widerstand leisten? Wie bitte, wenn mir mein Ene Mene Minka nicht mehr zur Verfügung stand? Jahrelang knobelte ich an diesem Problem und irgendwann, in einer Nacht mit viel Whisky, ist es mir dann eingefallen. Die Lösung war Schnurps. Einfach Schnurps. Immer, wenn ich mich jetzt ärgere, wenn ich jemandem eins auswischen will oder wenn ich mal was ganz Derbes sagen will, dann bin ich gerüstet. Dann sage ich einfach Schnurps. Ist das nicht genial?